Einen wunderschönen guten Nachmittag. Willkommen hier auf der Ideen-Expo. Ihr schaut gerade Ideen-Expo TV. Das ist hier ein Stand sogar in der Halle, hier im Bereich Kommunikation. Ihr könnt gerne vorbeikommen und gucken, wie Fernsehen gemacht wird. Wir senden hier so jede halbe Stunde und dieses Mal haben wir Besuch von der Molitoris-Schule aus Harsum. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Na, alles gut bei euch? Ja. Ja. Wie verläuft euer Tag bis jetzt? Sehr gut. Gut, alles klar. Ich darf mal kurz vorstellen, hier links von mir ist der Klaas Krieger, Lehrer und Projektleiter. Dann haben wir einmal die Saskia, den Frederik und die Nele. Ja, und ihr habt uns was mitgebracht? Ja, also wir haben uns unsere Windkraftmodelle mitgebracht. Ich habe hier einmal das Windkraftmodell mit Horizontalachse auf Dynamobasis. In dem Flügel ist eine leichte Wölbung, dadurch wird mehr Antrieb aufgebracht. Und hier haben wir auch eine kleine Glühlampe angebracht, die leuchtet, wenn man den Flügel dreht. Das heißt, eure Schule hat sich irgendwie so ein Projekt ausgedacht, dass ihr Windkraftanlagen bastelt. Genau. Wie kam das denn? Vielleicht weiß ich einer von euch. Wie kam es, dass ihr besonders Windkraftanlagen baut? Ja, wir wollten die regenerative Energie greifbar machen und uns dafür engagieren und auch unser Interesse an anderen Schulen vorstellen. Ist das denn eine AG oder ist es das ein WPK, das 4 Stunden beträgt und zweimal ein Wahlpflichtkurs. Ah, okay. Und der heißt dann? Molitoris Schülergenossenschaft. Okay, gut. Und aber wer kam denn auf die Idee, jetzt gerade Windkraft zu bauen? Man hätte ja auch sagen können, okay, wir bauen Solaranlagen. Also die Idee kam von unserem Fachlehrer, Herrn Krieger, vor 2 Jahren. Mhm. Und wir sind jetzt die 2. Generation dieser Genossenschaft. Okay, das heißt, wie oft trefft ihr euch? 2x die Woche, 4 Stunden. Und dann macht ihr was genau? Erforscht ihr Sachen, baut ihr Sachen? Ja, also wir haben eine große Windkraftanlage, die steht an unserem Stand. Da bauen wir weiter und unter anderem bauen wir dann halt auch solche Modelle. Das haben wir zum Beispiel auch in groß, dann entwerfen wir dann noch einen Generator. Wie groß ist die große Windkraftanlage? Also 4,5 Meter ungefähr. Okay, und die erzeugt auch richtig Strom für eure Schule? Ja, also damit kann man einen Fernseher und einen DVD-Player betreiben. Das ist doch schon mal schick. Und das habt ihr alles selber gebastelt? Ja. Wo habt ihr die Anleitung dazu? Findet man die irgendwo bei Google oder? Die findet man nicht wirklich bei Google, sondern das entwickelt man alles selber. Also die Schüler sind kleine Forscher bei uns und versuchen Technik selbst zu entdecken und durch Ausprobieren vieles hinzubekommen. Ja. Und das gelingt. Manchmal mehr, manchmal weniger, aber aus Fehlern wird man klug. Und die 2. Generation jetzt, 2 Jahre lang haben wir die Genossenschaft schon, jetzt 9. Klasse wieder, ein Wahlpflichtkurs der Realschule. Und die Schüler mussten sich bewerben. Wir sind eine Schülergenossenschaft mit Vorstand, mit Aufsichtsrat, mit einer Kassenprüfung. Und die Schüler mussten Bewerbungsgespräche führen. Und aus über 40 Schülern wurden dann 16 ausgewählt, die mit den besten Bewerbungsunterlagen und den besten Gesprächen. Und die sind jetzt in der Genossenschaft. Also eine richtige Firma. Ja. Ihr musstet euch auch bewerben? Ja, also wir mussten eine richtige Bewerbungsmappe abgeben mit Lebenslauf und halt einem Bewerbungsschreiben. Und danach mussten wir sozusagen Gespräche führen und dann halt uns für die Genossenschaft bewerben. Okay. Ihr habt uns 3 kleine Modelle mitgebracht. Vielleicht können wir bei dir, Nele, mal anfangen. Was hast du da mitgebracht? Also das ist ein Flügelmodell, mit dem Hilfe des Föhnes kann man das hier gesehene Modell bewegen. Und an der kurzen Seite fließt der Wind dann langsamer, da entsteht dann ein Unterdruck. Und an der gewölbten Seite entsteht ein Sog. Und das kann ich auch mal vormachen. Und durch diesen Aufdruck bewegt sich das dann nach oben. Ja, also ein bisschen wie beim Flugzeug. Genau, das ist eigentlich auch eher so für die Grundschüler gedacht und die anderen beiden Modelle dann eher so für Klasse 5 bis 10. Also ihr geht ja auch rum in andere Schulen und zeigt denen das und dann dürfen die da auch die ganzen Sachen basteln? Ja, das ist eine Dienstleistung von uns, dass wir da einen Schultag für die dann gestalten. Ja. Zum Thema Windkraft. Das heißt, ihr verkauft so ein bisschen auch eure Dienstleistung. Ja. Und ihr kriegt ein bisschen Geld dafür. Genau. Das ist ja schon mal ganz nett. Bei dir, Frederik, was hast du da alles vor dir stehen? Das ist ein Savonius-Rotor.
ein vertikal drehendes Windrad im Grunde genommen. Ich kann es ja einmal vormachen. Das Teil hier zeigt die Spannung an. Einmal ins Mikro bitte. Ins Mikro einmal. Ja, der Vorteil dabei ist, es bewegt sich schon beim kleinsten Windstoß. Es ist aber nicht so energieeffizient wie ein normales Windrad. Warum nicht? Die Energieausbeute ist einfach bei einem Savonius-Rotor wesentlich geringer, weil die Aufnahmefläche und die Kraft, die dabei wirkt, nicht so viel Energie hervorbringt. Gibt es solche Kraftwerke in echt und in groß? Solche gibt es auch in echt und auch in groß und gibt es auch als Kleinanlagen an Häusern. Daran entwickeln wir momentan noch, dass wir selber so etwas herstellen. Wir haben sowas schon mit Ölfässern gebaut, in einer etwas größeren Variante und für Schüler zum Nachempfinden eben mit diesen kleinen 5-Liter-Eimern. Ja. Und du, Saskia? Ich habe ein Windrad mit Horizontalachse auf Dynamo-Basis. Hier haben wir ein Fahrraddynamo angebracht und eine kleine Glühlampe. In dem Flügel ist eine kleine Wölbung, wodurch sich der Flügel besser dreht und mehr Antrieb bekommt. Aber allerdings braucht er mehr Antrieb als der Savonius-Rotor, aber erzeugt mehr Energie. Geht das mit dem kleinen Föhn? Können wir das zeigen? Müssen wir ausprobieren. Sonst gibt es einen kleinen Schubs. Nee, funktioniert nicht. Ich glaube, der Schubs ist besser. Aber genau hieran sieht man eben schon, wir brauchen wesentlich mehr Wind, um dieses Windrad in Betrieb nehmen zu können. Dann ist aber eben, wie gesagt, die Ausbeute auch größer. Okay. Jetzt, wenn man die beiden mal vergleicht, wie viel Strom erzeugt dieses Windrad und wie viel das? Also, das erzeugt gerade mal so viel, dass es gerade mal die Glühlampe zum Leuchten bringt. Ja, und der Strom reicht nicht für eine Glühlampe. Das ist einfach zu wenig. Okay. Gut. Jetzt erzählt mir mal ganz genau auf eurem Stand, den habt ihr sicherlich auch hier irgendwo auf der Ideenexpo, was kann ich da alles ausprobieren, was kann ich da alles sehen? Ja, man kann diesen Flügel hier bauen, der eben gezeigt wurde und ja, wir erklären eben halt mit dem Windtrainer, den wir auch extra gekauft haben für solche Sachen, eben halt diese Modelle und ja, das ist auch ausgestellt. Mhm. Das war's eigentlich schon. Wenn ich jetzt irgendwie Interesse habe und würde gerne, dass ihr vorbeikommt, wie kann ich euch kontaktieren? Wie kann ich machen, dass ihr zu uns kommt? An unserem Stand liegt ein Flyer aus, den können Sie dann mitnehmen und da steht auch die Adresse, die E-Mail-Adresse, also auch von der Internetseite und dadurch können Sie uns dann kontaktieren. Genau, und diese Internetseite heißt www.molitoreschule.de, so in eins weggeschrieben. Ja. Da findet man unsere Satzung, man kann einen Mitgliedsbeitrag und eine Beitrittserklärung für unsere Genossenschaft herunterladen und für 10 Euro kann man einen Anteil erwerben und ist dann Mitglied unserer Genossenschaft. Okay, das heißt, wenn ihr aus der Schule rausgeht, seid ihr noch mit dabei bei diesem Projekt? Dann noch dabei. Das heißt, was macht ihr dann? Trefft ihr euch trotzdem jede Woche? Ja, bei der Hauptversammlung, der Jahreshauptversammlung. Okay. Das heißt, was kann man da, wie gesagt, du meinst, man kann für 10 Euro Anteile kaufen. Was kriege ich für meine Anteile? Für deine Anteile bekommst du einmal die Möglichkeit, jederzeit bei unserer Genossenschaft vorbeizuschauen, was schon mal ganz toll ist. Mhm. Und du wirst an unserem Gewinn beteiligt. Das heißt, wenn wir zu anderen Schulen fahren, dort die Dienstleistung anbieten, kriegen wir einen Plus in unsere Kasse. Mhm. Und da gibt es dann jährlich eine Ausschüttung. Das sind bei 10 Euro, ist das ein prozentualer Anteil von 1-2% vielleicht. Ja. Im letzten Jahr war es jedenfalls so. Das ist dann nicht viel, aber es ist ein bisschen was. Und man unterstützt unsere Schule und die Windkraft, regenerative Energien. Alles klar. Prima. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Wo genau finde ich euch? Weiter, hinten bei Energie. Alles. Stand E105. Stand E105. Wunderbar. Dann euch noch eine schöne Idee der Expo. Und wir sehen uns hier aus dem TV-Studio um 15.30 Uhr wieder. Da kriegen wir Besuch vom THW und wir reden so ein bisschen über Leben retten im Trümmerfeld.